Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen beim RNZ-Forum Heidelberger Gespräche mit Aleida und Jan Aßmann. Sie sind beide Ägyptologen und Kulturwissenschaftler, Sie, Frau Aßmann, auch noch Anglistin. Ein Ehepaar, das zusammen forscht, das mitunter zusammen auch veröffentlicht, das aber getrennt und auf zeitversetzt Karriere gemacht hat. Sie haben beide Meilensteine in der Wissenschaft gesetzt. Das ist wirklich keine Übertreibung, weil ich habe mich sehr intensiv mit Ihrem Wirken beschäftigt. Das ist sehr beeindruckend. Und es handelt sich bei Ihnen, glaube ich, ebenfalls um keine Übertreibung, wenn ich mal vergleiche mit einem anderen intellektuellen Ehepaar aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, mit Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Es gibt aber wesentliche Unterschiede. Zum Beispiel sind Sie beide mittlerweile seit über 50 Jahren, seit mehr als einem halben Jahrhundert verheiratet. Und soviel ich weiß, Sartre und Beauvoir waren, glaube ich, kein halbes Jahr zusammen. Und Sie haben 5 gemeinsame Kinder. 2 sollten heute Abend dabei sein, wenn Sie es geschafft haben. Und das heutige Heidelberger Gespräch auf der Bühne im historischen Theatersaal stellt für Sie beide natürlich auch in gewisser Weise ein Heimspiel dar. Ihr Leben spielte sich in großen Teilen auch in Heidelberg ab, ist quasi auch teilweise eine Heidelberger Geschichte, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und bevor wir überhaupt beginnen, möchte ich mich kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Klaus Welzel, ich bin Chefredakteur der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir führen das RNZ-Forum Heidelberger Gespräche seit mittlerweile 12 Jahren durch. An der Stelle ein kleiner Hinweis noch, wir zeichnen diesen Abend auf, stellen den Film dazu ins Internet. Das heißt, wenn Sie klatschen oder lachen, es hält eine halbe Ewigkeit. Wir haben heute auf jeden Fall einen ganz besonderen Abend, nicht alleine, weil hier ein intellektuelles Ehepaar auf der Bühne neben mir sitzt, sondern weil, ich habe es eben schon angedeutet, Sie so viel veröffentlicht haben, so viele Debatten auch angestoßen haben, dass es mir sicherlich schwerfallen wird, Ihrem beeindruckenden Oeuvre nur halbwegs gerecht zu werden. Aber wir versuchen es. Frau Aßmann, Sie, wenn der Wikipedia-Eintrag stimmt, stammen Sie aus Bielefeld und wuchsen aber in Heidelberg auf und haben Ihren Mann hier kennengelernt. Gleich zu Beginn, wie waren denn diese Anfänge vor über 50 Jahren? Ja, vielen Dank. Das Wort Bielefeld klingt in meinen Ohren schon ein bisschen fremd, denn ich bin in Bethel geboren und das ist ein kleiner Mikrokosmos innerhalb von Bielefeld. Was man von hier aus vielleicht nicht so weiß, das ist, da gab es eine theologische Hochschule, an der mein Vater unterrichtet hat, aber tatsächlich mit 2 Jahren war ich dann schon in Heidelberg und das ist der Ort geworden, wo ich heimisch geworden bin und es ist auch der Ort, wo die Familie von Jan hinkam und die Familien sind ungefähr gleichzeitig angekommen. Insofern haben wir da einen gemeinsamen Anfang an diesem Ort. Und was das Heimischwerden anbelangt an einem Ort, das ist mir, also es gibt den Ausdruck, Heimat ist da, wo einem die Todesanzeigen etwas sagen. Und ich muss sagen, heute ist mir das auch aufgegangen. Wir haben eben noch einen Spaziergang auf dem Mönchbergweg da oben gemacht, oberhalb des dort, des neulich, wo wir wohnen. Und da kann ich sagen, Heimat ist da, wo mir die Bänke, die sind nämlich verschiedenen Menschen aus Heidelberg gewidmet, diese Namen sagen mir auch alle etwas. Wenn ich mich da auf eine Bank setze, setze ich mich sozusagen in Gedanken neben die Person, der diese Bank gewidmet ist. Um ein bisschen auf Ihre Beziehungen einzugehen. Sie haben ja dann mit 19 sich eingeschrieben in Heidelberg für Anglistik und Ägyptologie. Ihr Ehemann war da schon Dozent, ich glaube, hatte schon eine Professur. Damals noch nicht. Noch nicht, nein, aber Sie sind diesen Weg vorgegangen. Und da würde ich von Ihnen, Frau Aßmann, gerne wissen, war das eine Leidenschaft für diese Fächer oder war es eine Leidenschaft für die Tätigkeit Ihres Mannes, Ihres späteren Mannes? Es war eher eine Leidenschaft für ihn als für seine Tätigkeit. Zunächst mal, ich konnte das noch einigermaßen unterscheiden. Also das Interesse für das Fach
Da würde ich mal sagen, es war die Solidarität, in ein solches Fach mit einzusteigen. Dass bei ihm die Leidenschaft da war für das Fach, war klar. Aber als ich dann anfing zu studieren und hatte das Vorbild meiner Eltern vor Augen, dass die nämlich dasselbe Fach studiert hatten, es waren beides Theologen, professionelle Theologen, die sich eigentlich ihr ganzes Leben lang über dieses Fach und diese Probleme, die damit verbunden waren, unterhielten und dieses gemeinsame wissenschaftliche Gespräch, also lebensbegleitend über das, was sie interessierte, das war für mich so vorbildlich, dass ich dachte, das können wir vielleicht nachahmen. Aber dafür muss ich das eben auch studieren. Und dann habe ich also wirklich vom ersten Semester an mich dem auch unterzogen. Aber das war schon eine Fron. Es war natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man ein Massenfach wie Englisch und studiert. Dann aber Ägyptologie, da ist man in wirklich sehr, sehr kleinen Kreisen. Und die Seminare sind so klein, da hat man oft nur einen zweiten, der da noch teilnimmt. Und das bedeutet, dass man ständig drankommt. Also man muss sich unglaublich vorbereiten. Also es ist ein ziemlicher Anspruch, den man sich da aussetzt. Aber man kommt eben auch in so eine kleine Community. Und was für mich am wichtigsten war, man lernt auch mal Europa von einer ganz anderen Seite aus kennen. Man springt heraus aus der Welt, in der man aufgewachsen ist, und sieht diese Welt mit anderen Augen. Und wie war das für Sie, Herr Aßmann? Haben Sie da auch ein bisschen Druck ausgeübt oder haben Sie sich einfach nur gefreut? Nein, also Druck habe ich sicher nicht ausgeübt. Und es ist auch nicht so, dass wir uns in einem dieser ägyptologischen Drei-Personen-Seminare kennengelernt hätten. Nein, also mich hat die Ägyptologie wirklich fasziniert von Anfang an. Und zwar die Schrift. Also seit ich eigentlich denken kann, habe ich mich für Schrift interessiert. Habe mir mit 3 Jahren das beigebracht, habe meinem Vater Briefe geschrieben nach Finnland und Norwegen, wo er im Krieg war. Und bis heute faszinieren mich Schriften. Also auch Notenschrift oder was immer so grafisch dargestellt wird, das muss ich entziffern. Das ist bei mir ein natürlicher Trieb. Und können Sie beide Hieroglyphen lesen? Ja, das ist einfach. Das lernt man. Nein, das lernt man. Ich würde sagen, also zu meiner Zeit in 4 Semestern, also 2 Jahren. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre man braucht, um chinesische Schrift zu lernen. Also ägyptisch ist verhältnismäßig überschaubar. Man lernt so einen Bestand von, sagen wir, 800 Zeichen. Aber die sind so bildhaft, die sind so mnemophil. Man kann sie sich so schön einprägen. Im Gegensatz zur Keilschrift, das ist ganz was anderes. Also Keilschrift. Sie haben ja auch beide Ausgrabungen in Ägypten gemacht, also waren bei Ausgrabungen dabei. Wenn ich es richtig recherchiert habe, Sie als Studentin, Sie schon als Lehrstuhlinhaber. Wie hat denn das funktioniert? Es sind ja verschiedene Positionen dann. Ja, also leider hat keine Ausgrabung als Studentin in Ägypten mitgemacht, sondern als wir beide fertig waren, sind wir zusammen da an unser Grabungsort und haben ein Grab zusammen aufgenommen, bearbeitet, einer Dame, das ist was Seltenes, nicht? Das sind meistens Grabherren in Ägypten. Das war eine Dame, die war die Chefsekretärin der Gottesgemahlin. Die Gottesgemahlin war wiederum die Spitze des Gottesstaates in Oberägypten, Theben. Nicht? Das ist alles sehr speziell. Und nach dieser, also leider hat sich um die Darstellung gekümmert, hat eine neue Technik entwickelt, um farbige Fresken in Grautöne wiederzugeben. Sie hat also mit einer Skala von hellgrau bis schwarz in Acrylfarben das umgesetzt, also recht innovativ.
Und ich war halt für die Texte zuständig und die Beschreibung. Ja, bei diesen Ausgrabungen, und das war im Grunde, schließt nochmal an Ihre erste Frage an, war auch der Hintersinn. Ich dachte, wenn ich mich mit ihm dahin begebe, möchte ich da nicht rumsitzen, sondern mich auch irgendwie einsetzen. Und das hat sich dann auch wirklich bewährt. Es gab immer Bereiche, wo man aktiv werden konnte. Da ist sehr, sehr viel zu tun. Und ob es nun die Zeichnungen waren, von denen Jan eben gesprochen hat, und die Umsetzung, oder ob es auch das Zusammenfügen von Scherben war. Also es gibt ja sehr, sehr viele Fragmente, und das Zusammenstellen von solchen Fragmenten hat mich auch sehr lange beschäftigt. Manchmal sind es ganze bemalte Decken gewesen, auf Stuck bemalt, die einfach runtergefallen sind und dann auf dem Boden verstreut lagen. Und da rauszubekommen, was das für ein Muster war, ja, wie das, welche Farben, das alles wieder zu rekonstruieren als Gesamteindruck, das waren attraktive Aufgaben. Was mir aufgefallen ist, Sie haben immer so vieles auch gleichzeitig erledigt. Also auch bei den Ausgrabungen, ich hatte nur aufgefasst, dass das später gewesen wäre, aber auf jeden Fall in der Ausgrabungszeit in Ägypten, da waren Sie schon, wurden Sie schon promoviert, also Sie waren schon promoviert zu diesem Zeitpunkt. Ihr erster Sohn Vincent war schon auf der Welt. Und Sie machen diese Ausgrabung. Wie managt man das alles? Also so ganz einfach ging es nicht auf, nachdem nämlich die Kinder da waren. Also wir haben ja vielleicht ungefähr mal so ein Jahrzehnt WG-Ehe geführt. Das war das Studium und die Promotion und so weiter. Aber als die Kinder dann da waren, konnte ich nicht mehr mitfahren. Aber ich war nicht raus aus den Grabungen, weil ich dann immer noch die Zeichnungen bekam. Das heißt, die kamen zurück mit großen Rollen von Zeichnungen, die sie an der Wand abgenommen hatten. Und die durfte ich dann auf großen Tischen auf Tusche reinzeichnen als Publikationsvorlagen. Und tatsächlich, unser Sohn Vincent war schon auf der Welt, als er erlebte, wie ich da tagelang auf diesen Tischen lag und zeichnete. Und das hat bei ihm dann auch ein sehr starkes Zeicheninteresse ausgelöst. Und das hat er noch bis heute beibehalten. Hat er das zu seinem Beruf gemacht, oder? Ja, er ist hat einen künstlerischen Beruf gewählt. Er macht Filme, montiert Filme. Aber das Zeichnerische und das Malerische hat er sich erhalten. Das macht er weiter. Und bei der praktischen Arbeit, Herr Astmann, waren Sie da unterstützend? Also auch zu Hause, waren Sie ein unterstützender Vater, wenn Sie nicht auf Ausgrabungsreise waren? Das überlasse ich mal alleine zu beantworten. Also es ist wirklich interessant, wenn man das von heute aus betrachtet, dann kann man sagen, dass diese Umverteilung sagen der Familienaufgaben, das ist ein Prozess, der ist nicht von einer zur nächsten Generation passiert, sondern der hat mehrere Schritte gebraucht. Und wenn ich es vergleiche mal mit der Arbeitsverteilung in meinem Elternhaus und dann mit der Arbeitsverteilung im Haushalt meiner Kinder, dann würde ich sagen, stecken wir genau in der Mitte. Also da gibt es schon bei uns ein Bewusstsein dafür, dass es diese Partizipation auch an den Alltagsaufgaben gibt. Aber die müssen dann irgendwie so eingerichtet werden, dass sie mit dieser vollen Berufsarbeit vereinbar sind. Also abends zum Beispiel Grießbrei kochen, ganz großartige Fähigkeiten hat er dazu entwickelt, ohne Klümpchen. Also der wurde wirklich sehr genossen und immer gerühmt. Das ist, oder ganz schnell Spaghetti kochen und in den USA dann. Also er hat diese Fähigkeiten ganz schnell, Schnellgerichte schnell gelernt. Und das war natürlich auch eine wichtige Sache. Aber es war nicht so, dass er deswegen irgendwie mal einen Kongress oder eine Reise oder irgendwas anderes abgesagt hätte. Also jemand musste schon zu Hause sein und für die Kontinuität sorgen. Und von daher war das sozusagen auf halbem Wege. Und Sie haben ja doch relativ oft auch den Wohnort gewechselt, berufsbedingt. Das ging natürlich gar nicht anders. Wie war das dann mit den Kindern? Bei 5 Kindern stelle ich mir vor, oft Schulwechsel ist damit verbunden. Ja, das haben Sie uns natürlich sehr, sehr deutlich gemacht, hinterher auch, dass wir Ihnen da sehr viel zugemutet haben. Sie haben dann vorgerechnet, dass Sie meistens nicht mehr als 2 Schuljahre am Stück hatten.
Und das lag dann daran, dass wir wieder rausgerissen wurden, wieder zurückkamen oder eben wir überhaupt umzogen. Manchmal eben auch für ein Jahr nach Berlin zogen, zweimal sogar für ein Jahr nach Berlin, aber auch nach USA, nach Israel. Also es gab sehr viele Unterbrechungen und dann kam noch der Umzug nach Konstanz dazu. Man könnte sich vorstellen, dass sie wirklich leidgeprüft waren. Und es hat lange gedauert, bis sie merken, dass sie natürlich auch mit diesen vielen Reisen etwas von Weltoffenheit, Weitläufigkeit erlebt hatten, was dann auch wieder vielleicht eine Perspektive war, die ihnen auch geholfen hat. Aber zunächst mal ist das aufwendig. Ich habe gelesen, 4 Ihrer Kinder sind ja zum Film gegangen oder ins Filmgeschäft insgesamt, nicht nur der eine Sohn. Und Sie haben mal gesagt, die hätten einen Film gedreht über ihre Familienkonstellation? Ja, dieser Silberhochzeitsfilm zu unserem 25-jährigen Hochzeitstag haben unsere Kinder einen Film gedreht über das Leben im Hause Aßmann. Und das ist ein Meisterwerk, würde ich sagen. Das ist ein Meisterwerk der Karikatur, ja, und der liebevollen Satire, ja, so muss, ja, man sagen. Mhm. Und zwei der Kinder spielen uns. Auch der Sohn David, der hatte schon die Größe, dass er die Anzüge von Jan tragen konnte in diesem Film. Und die jüngste Tochter spielte mich, die trug meine Kleider, waren ihr noch ein bisschen zu groß. Und das war unglaublich packend und treffend, wie sie einfach Situationen herausgepickt haben. Zum Beispiel den Großeinkauf. Also das ganze Auto, wenn eingekauft wurde, am besten beim Großhändler und die größten Pakete und alles vollladen. Und dann mit dem Gefühl, man hat wieder ein paar Mark, waren es damals noch, gespart, weil man besonders viel abgenommen hat. Ja, Sonderangebote. Diese Sonderangebote, ja. Aber dann auch die Idee, dass man manchmal unterversorgt war und die Eltern waren noch weg und das Abendessen war schon da und sie hatten noch nichts. Und dann kam Jan nach Hause. Ja, dann kam ich nach Hause. Also eine Szene in diesem Film war das Tischgespräch im Hause Aßmann. Und da hatten sie eine Unterhaltung zwischen Aleida und mir entworfen, wo wir uns gegenseitig Zitate aus unseren Büchern gingen. Also da ging es über das Deuteronomium und so weiter. Also und dann, während wir uns die ganze Zeit so unterhalten mit unseren Büchern, vermehrte sich in der Kinderschar der Ruf nach Essen. Nein, habe Hunger. Und dann holte ich aus meiner Jacke ein Päckchen nach dem anderen. Das waren alles so belegte Brote, die mir in der Akademie, da gab es so ein Buffet, zugesteckt wurden. Die wussten, ich habe 5 Kinder, die haben alle Hunger. Herr Aßmann, nehmen Sie das mal mit. Und die packte ich dann aus. Das waren alles Zwiebeln, die wir dann verpackt hatten. Das also waren die Kinder doch gut versorgt. Naja. Aber insgesamt kam es dann doch so, Sie haben diesen Ruf erhalten nach Konstanz und dann ist ja dann doch die ganze Familie umgezogen, um das besser zu gestalten, das Familienleben? Ja, nicht ganz. Zwei konnten nicht umziehen. Das war der älteste Sohn, der war zu nah am Abitur. Und Jan hatte ja seinen Lehrstuhl hier. Also er konnte nicht einfach seinen Wohnsitz verlagern. Und es sind also 4 Kinder mit mir gezogen und dort umgetopft worden. Und das hat auch natürlich noch eine Weile gedauert. Wir mussten erstmal den Platz in Konstanz finden, wo wir alle unterkommen. Also das hat eine Weile gedauert. Aber dann haben 4 Kinder in Konstanz Abitur gemacht und einer in Heidelberg. Und dadurch ist natürlich dieser Interregio, der damals gerade eingesetzt wurde, die Schwarzwaldbahn, war unser Familienweg sozusagen zwischen Heidelberg und Konstanz, verband diese beiden baden-württembergischen Orte und in diesem Zug haben wir sehr viel Zeit verbracht in allen Richtungen und der hat damals noch eine Stunde weniger gebraucht, 3,5 Stunden und hat uns irgendwie zusammengehalten.
Aber tatsächlich die Mobilität spielte schon eine große Rolle. Aber natürlich auch doch eine gewisse Trennung in der Familie. Sie haben ja Jahrzehnte hier gelebt. Sie haben, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, 45 Jahre haben Sie in Heidelberg gelebt. Was schätzen Sie denn besonders an Heidelberg? Ja, also an Heidelberg schätze ich natürlich die Verbindung, die man hier aufgebaut hat. Und da muss man sagen, das fängt schon mit den Schulen an und mit der Gruppe, in der man aufwachsen darf. Also welches Glück hat man, in welcher Gruppe zu landen und von dieser Gruppe sozusagen mitgetragen zu werden. Und da muss ich sagen, gibt es tatsächlich von der ersten Volksschulklasse, so hieß das damals noch nicht Grundschule, gab es 8 Freundinnen, mit denen ich Abitur gemacht hatte. Wir sind von der ersten bis zur letzten Klasse zusammen gewesen. Und dieser Klassenverbund, der in der Tannenschule in Wieblingen dann weiterging, ist so fest, dass sich diese Gruppe immer noch regelmäßig trifft an verschiedenen Orten. Ich habe diese Klasse 2021 durch Konstanz geführt, da sind die gekommen, auch über 18 Leute waren dabei und wir haben uns letztes Jahr wieder in Halle getroffen, wo niemand wohnte, da haben wir eine Klassenreise sozusagen zusammen hingemacht. Also so ein Verbund ist wirklich was Außergewöhnliches. Und wie ist es für Sie, Herr Aßmann? Heidelberg? Ja, genau, der Heidelberger Bezug. Ja, also was ich an Heidelberg liebe, ist das, und vermisse jetzt in Konstanz, ist das unglaublich reiche Angebot an Musik, an Theater, an Oper. Das fehlt mir sehr in Konstanz. Ich bin da immer noch nicht so richtig angekommen, deswegen habe ich mir das Konstanz noch nicht angewöhnt, aber das schaffe ich auch noch. Also dieses unglaublich reiche Angebot, einerseits Kunst, andererseits eben Geistiges, also Vorträge. Und da war man doch ständig irgendwie beschäftigt. Das ist also sehr viel ruhiger in Konstanz. Das ist so ein typischer Alterssitz. Ja, was einen beschäftigt hat, waren natürlich auch herausragende Persönlichkeiten, die man das Glück hatte, über längere Strecken kennenzulernen. Und da würde ich mal, sind es für mich eigentlich 3 Namen, die sehr, sehr wichtig geworden sind. Das eine ist Gadamer, der ja sehr alt geworden ist und der eben ganz regelmäßig ganz große Geburtstage feiern konnte, zu dem sehr viele Leute kamen und zu denen er meistens selber auch sehr großartige Vorträge hielt. Die nächste Person ist für mich Hilde Domin, die hier ja auch lange gelebt hat und zu deren Freundeskreis ich gehören durfte. Und diese besondere Beziehung ist jetzt gerade noch mal akut geworden, weil eine Freundin aus diesem Kreis, die in Griechenland lebt, Sarah Kafatou, jetzt endlich ihre Gedichte ins Englische übersetzt hat. Gab es bisher nicht. Und jetzt in diesem Jahr erscheint Hilde Domin auf Englisch. Also endlich, nach ganz langer Zeit. Die dritte Person, der ich enorm viel verdanke, geistig, ist Helm Stierlin und seine Frau Satu. Und der im ganzen Kreis der systemischen Therapie, also das war für mich so eine Art Zweitstudium oder Drittstudium, was ich hier nochmal erleben konnte, weil die uns eingeführt haben, wirklich in eine Welt, die mir bis dahin noch sehr verschlossen blieb, aber die in Heidelberg sehr praktisch wurde, weil auch hier nicht nur das Institut sich befindet, sondern auch wieder sehr viele Veranstaltungen stattfanden, in die wir einbezogen waren. Jetzt sieht man ja aus der Distanz die Dinge oft etwas klarer. Was ist denn so heidelbergerisch, dass Sie es nicht vermissen? Dass ich es nicht vermisse? Dass Sie es nicht vermissen, ja. Ja. Wenn Sie jetzt sagen nichts, ist das auch in Ordnung. Also ich muss sagen, was eben ganz anders ist, natürlich ist der Dialekt. Man könnte sagen, ich vermisse, seit ich nicht mehr in Heidelberg bin, den Dialekt. In Heidelberg habe ich ihn gar nicht vermisst. Aber als ich in Konstanz einen pfälzelnden Kollegen hatte unter all den schwäbelnden und alemannischen Dialekten, war das was sehr Herzerwärmendes. Und
Auch jetzt habe ich wieder einen Kollegen vom Südkurier, mit dem ich Dinge zusammen mache. Und dass der aus der Pfalz kommt, rührt einen anders an. Ja. Sie haben jetzt auch wirklich lange Jahre, Jahrzehnte an Universitäten gelehrt, eben halt Hauptsache Heidelberg und Konstanz, und lehren ja auch beide heute noch. Inwiefern hat sich denn die Studierendengeneration verändert? Was ist denn heute anders als zum Beispiel vor 30 oder vor 40 Jahren? Ja, also es gibt wohl wenig Fächer, die so veränderungsresistent sind wie die Ägyptologie. Also da geht einfach ein Programm ab, da muss man die Sprache, die Schrift, die Grammatik lernen, einen gewissen Bestand an Texten lesen. Und das haben wir eigentlich von Anfang an bis Ende im gleichen Stil durchgezogen. Also die einzige Veränderung, die ich so mitkriegte, war, dass die Studierenden anspruchsvoller wurden. Also, und ich bin dann auch darauf eingegangen, und wir hatten immer jede Woche eine Teemahlzeit zusammen, wo durchgesprochen wurde, was im nächsten Semester gemacht werden soll, was in diesem Semester besser gemacht werden soll oder so. Also ich habe diese Kritik sehr aufmerksam aufgenommen und kommunikativ behandelt. Und das würde ich sagen, gab es zu meiner Studienzeit nicht, wäre undenkbar gewesen. Und also diese kritische Form der Partizipation der Studenten, der Studierenden, war etwas Neues und etwas Gutes, würde ich sagen. Und hat sich das bei Ihnen verändert, Frau Osmann? Ja, wir kriegen ja das, was sich verändert hat, dann eigentlich gar nicht mehr so mit. Aber ich freue mich immer, wenn ich an eine Schule oder so in Konstanz komme und sehe, die Lehrer haben dann bei mir studiert. Und es gibt da diese Kontinuität. Und ich kriege mit, dass das, was man weitergegeben hat, eben in diesem neuen Kontext auch seine Früchte tragen kann. Das ist eigentlich eine wunderschöne Erfahrung. Und dass sich jetzt die Studierenden verändert haben und die Bedingungen. Ich glaube, wir stehen jetzt gerade vor einer Schwelle, wo sich die Bedingungen extrem verändern durch neue digitale Möglichkeiten der Textgeneration. Das wird ins, also das Problem natürlich, dass man untersuchen muss, ob die Leute selbst geschrieben haben oder ob man auf Dubletten stößt. All das haben wir auch schon, habe ich auch schon miterlebt, dass auch jemand der Doktortitel wieder entzogen werden musste, weil da das nicht selbstständig erarbeitet worden war. Aber ich glaube, da kommen jetzt Aufgaben auf uns zu, die nochmal von einer anderen Qualität sind. Aber da dürfte sie ja auch die KI an der Stelle unterstützen, indem die Programme, die Arbeiten, scannen und auf Dubletten hin untersuchen. Da hat uns die KI unterstützt, aber die KI ist ja ein Deep Learning System, das sich eben ständig auch selbst erweitert und verbessert und so weit verbessert, dass es sich jetzt langsam an uns vorbeischiebt und eben auch Texte produziert und wir nicht mehr die Oberhand haben über diese Texte, die da produziert werden. Und wir wissen dann auch nicht mehr, von wem diese Texte stammen, wenn die KI sie selber produziert. Das ist, glaube ich, die neue Herausforderung. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Aber wir gehen, glaube ich, an der Stelle wieder ein bisschen zurück, mehr auf Ihr Gebiet, das ich hier herausarbeiten wollte. Sie sind ja beide Kulturwissenschaftler, wie schon gesagt. Und Sie haben geforscht und veröffentlicht auch über das kulturelle Gedächtnis. Und da würde ich als erstes gerne wissen, was ist das eigentlich? Ja, das haben wir uns auch gefragt und sind mit dieser Frage noch nicht so richtig ans Ende gekommen. Also ich erzähle mal, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Das hängt auch wieder mit Schrift zusammen. Also inwieweit hat die Schrift, die Welt und den Menschen, den Schreibenden verändert? Das wollten wir rauskriegen in einem Gespräch mit Kollegen, Kolleginnen, und im Vergleich eben auch mit
schriftlosen Gesellschaften. Und damals, als wir anfingen, war das ein sehr zentrales Thema. Oralität, Literalität. Da gab es also ständig Jahr für Jahr bahnbrechende Bücher, die da erschienen. Das lag ungeheuer in der Luft. Und man unterschied damals Schriftkulturen und Gedächtniskulturen. Und also Schrift und Gedächtnis waren Gegensätze. Und was wir in unseren ersten Tagungen so herausarbeiteten, war, dass Schrift auch eine Form von Gedächtnis ist. Und das kulturelle Gedächtnis eben als ein besonders zeitresistenter Aggregatzustand von Überlieferung. Das lässt sich auch in mündlichen, schriftlosen Gesellschaften verwirklichen, indem die Texte eben so streng geformt sind, dass sie im Gedächtnis verbleiben. Also die Poesie, die poetische Formung als eine Form von Schrift, könnte man sagen. Und aus diesen ersten Tagungen ist dann unser Projekt hervorgegangen. Vielleicht noch ein Satz, der das ganz plastisch macht, dass Gedächtnis etwas mit Medien zu tun hat, denn das war dieser Mediendiskurs, in dem wir eigentlich eingestiegen sind, Schriftlichkeit oder Mündlichkeit. Dieser Satz stammt von einem malinesischen Philosophen, Hampata Bar heißt er. Und der hat diesen Satz 1960 vor der UNO ausgesprochen. Und da hat er, oder UNESCO, und da hat er gesagt, mit jedem Greis, der stirbt, verbrennt eine Bibliothek. In Afrika. Also er spricht über die afrikanische Kultur und sagt, mit jedem Greis, der stirbt, verbrennt eine Bibliothek. Und dieser Satz, an diesem Satz ist uns aufgegangen, der unglaubliche Unterschied zwischen sogenannten Schriftkulturen, in denen wir leben, und solchen Kulturen, die keine Schrift verwenden, wohl aber natürlich ein Gedächtnis ausbilden. Und es geht nicht nur darum, dass Schrift auch eine Form von Gedächtnis ist, sondern dass die Schrift, geschrieben wird ja alles, aber das wird noch nicht zum Gedächtnis, sondern dass auch die Schrift eingesetzt werden kann mit entsprechenden zusätzlichen Traditionen und Institutionen, dass sie zu einem Gedächtnis werden kann. Dazu gehört, dass man auf diese Schriften zum Beispiel immer wieder zurückkommt. Die Tora wird ja jeden Sonntag, also jeden Samstag in der Synagoge gelesen. Und die Bibel wird jeden Sonntag wiederholt. Also das ist die Wiederholung, die dazukommen muss. Es sind die Klassikerausgaben, die in jeder Klasse wieder neu eingesetzt werden. Es sind dann natürlich Gedenktage, es sind Feste. Auch wir haben sehr viele Formen, Dinge wieder zu wiederholen, die diese auch Schriftkultur zu einer Gedächtniskultur macht. Es gibt also durchaus Überschneidungen, aber es gibt eben einen dramatischen Unterschied dort, wo es keine Bücher gibt. Und dort müssen eben andere Dinge, die performativ sind, die Aufführung, die immer wieder wiederholt wird, an die Stelle treten. Und es hat bis 2003 gedauert, nochmal, bis die Welt anerkannt hat, dass eben das auch ein Kulturerbe ist, was von der UNESCO anerkannt wird. Also Riten, Musik, Tänze, Kleidung, Masken, alle diese Dinge waren als performatives Kulturerbe endlich anerkannt. Und man sprach damals von einem intangible cultural heritage, also nicht materielles Kulturerbe. Und im Grunde ist das die Diskussion, die größere, in die wir unsere Arbeit eigentlich hineingeschrieben haben, dass wir diese beiden unterschiedlichen Formen von Gedächtnis miteinander vergleichen wollten. Es muss aber auch die verschriftlichte Kultur, sie wird immer wieder neu interpretiert. Das ist ja eben nicht so, dass trotz ständigen Wiederholen der gleiche Sinn damit transportiert wird. Und da bin ich bei Ihnen, Herr Aßmann, in einem Buch darauf gestoßen. Sie haben das kulturelle Gedächtnis auch am Beispiel des ägyptischen religiösen Kultes untersucht, wie der über die Jahrhunderte transportiert wird. Und da ging es auch um Mozart. Und die Frage ist jetzt gerade die, worin unterscheidet sich denn unser modernes Ägyptenbild von dem Ägyptenbild, das Mozart in der Zauberflöte zeichnet?
Ja, also, da muss man erst mal sagen, dass es in der Zauberflöte gar nicht um Ägypten geht. Die spielt nicht in Ägypten. Also, was in Ägypten spielt, ist etwa diese Schauspielmusik, Thamos, König von Ägypten, das spielt in Ägypten. Da kommen Wörter vor wie Nil und Pyramiden und man weiß genau, wo man ist. In der Zauberflöte, das habe ich an den frühen Bühnenbildern studiert, die spielt in einem Park. Und zwar am ehesten in einem Freimaurerpark, so wie Schönau bei Wien. Also in Österreich gab es große Parkanlagen, vor allen Dingen von Freimaurern. Und die waren bestückt mit ägyptisierender Architektur, also Pyramiden vor allem und Sphinxen. Und das gibt es natürlich auch hier, also Wörlitz. Und nun hat ja die Zauberflöte intensivste Anklänge an die Freimaurerei. Nicht? Das ist ein freimaurerisches Einweihungsritual, was da als die Mysterien der Isis auf die Bühne gebracht wird. Und also man muss sich davon freimachen, dass die Zauberflöte in Ägypten spielt. Interessanterweise, bei diesen Bühnenbildern kann man sehen, dass ab 1815 die Bühnenbilder, also Schinkel etwa, total altägyptische Architektur zeigen. Und das fällt zusammen mit dem Erscheinen dieser Tafelbände der Description de l'Egypte, der napoleonischen Expedition, die nun in diesen opulenten Tafelbändern, Bänden ägyptische Architektur zeigt. Und das hat die Bühnenbildner inspiriert und das hat dann auch natürlich die Regisseure und unsere Auffassung von der Zauberflöte. Aber so war sie ursprünglich nicht gemeint. Also die frühen Bühnenbilder, die zeigen immer eine Parklandschaft, so kleine Rundtempel und genauso wie man sie jetzt noch in der Wiener Umgebung besichtigen kann. Und die Stiche damals, so Veduten, ja, von solchen Gärten, entsprechen genau den Bühnenbildern. Also, aber zurück zu dem Kern der Frage quasi, inwieweit verändert sich das Bild? Das Bild von Ägypten? Ja. Ja, also, wie gesagt, im 18. Jahrhundert war das Bild von Ägypten geprägt von der Vorstellung von Mysterien, von einer Geheimreligion. Die Hieroglyphen, das war eine Geheimschrift, eine Kryptographie. Die haben die Priester entwickelt, um einerseits ihr Wissen überliefern zu können, ohne es aber preiszugeben, ja, Uneingeweihten. Es war eine Form der Weitergabe und gleichzeitig ja Einweihung derer, die das lesen können. Und das war so ein griechisches Missverständnis, dass diesen Bären haben die Ägypter selbst, die Griechen, aufgebunden, dass sie eben diese Tempelschrift haben für ihre Mysterien und ihre Kursivschrift, das Demotische, das ist die Altersschrift. Und sie haben also zwei Schriften. Ja, und dann kam ja noch das Koptische dazu, also Griechisch. Griechische Schriftzeichen hatten sie drei. Und die Griechen haben das übernommen und waren natürlich fasziniert. Wie funktioniert denn eine Bilderschrift? Da geht es ja nicht um Sprachlaute, sondern um Begriffe. Und das funktioniert natürlich nur über eine kühne Metaphorik. Also man muss wissen, dass der Falke sehr hoch und sehr schnell und sehr aggressiv operiert. Ja? Und dann wird eben das Schriftzeichen Falke steht für den Begriff der Schnelligkeit. Und das Komischste ist das Zeichen des Krokodils. Das steht für Bosheit. Das Krokodil ist böse, es schnappt zu. Und das kann man nicht berechnen. Und dann
ist also, das Krokodil wird dann als Deutezeichen verwendet für Wörter, die etwas mit Aggressivität zu tun haben, böse Aggressivität. Und Diodor, und wahrscheinlich abgeschrieben von seinem Gewehrsmann Hekataios von Abdera, der immerhin im 4. Jahrhundert in Alexandria in Ägypten, bei Ägypten lebte und das studiert hat, die Leute befragt hat. Diodor schreibt, also das ist nicht einfach eine Sache von Schriftzeichen, sondern von Weltwissen. Man muss wissen, wie böse das Krokodil ist, um dieses Zeichen lesen zu können. Und so ist das ganze Repertoire von Hieroglyphen eine Kodifizierung von Weltwissen. Und so entsteht dann bei den Griechen die Vorstellung von einer unglaublichen Weisheit, die da in den Mysterien tradiert wird. Und dieses Ägyptenbild, das ist natürlich mit der Entzifferung der Hieroglyphen in sich zusammengefallen. Denn da kam nun heraus, die Eule, ja, die hat mit Weisheit nichts zu tun, die schreibt den Laut M. Nicht? Und also die Champollionsche Entzifferung bezog sich auf das ägyptische Alphabet, nicht? Also auf diese Einkonsonantenzeichen. Und dann konnte man Königsnamen lesen, aber man konnte keine Texte lesen. Das war noch ein weiter Weg. Und das Ägyptenbild, also die Champollionsche Entzifferung, war eine totale Entzauberung Ägyptens. Und ich habe mich bemüht, in meiner ägyptologischen Praxis diesen ägyptischen Eindruck, den griechischen Eindruck von Ägypten, der ja im Grunde das Selbstbild der Ägypter ist, das spiegelt sich da in diesen griechischen Texten, irgendwie wieder ernst zu nehmen, wieder zu gewinnen. Nicht, dass das eine Geheimschrift ist, und nicht, aber das ist da um große, vor allem theologische Themen geht. Und wenn Sie diese Bücher gelesen haben. Ich habe nicht alle gelesen. Es wären zu viele. Ich habe 5 Ihrer Bücher gelesen zur Vorbereitung. Immerhin, Donnerwetter. Aber das ist die Verschriftlichung. Ne? Da hat man jetzt, also, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Sie haben eben auch die oralen Traditionen da benannt. Kultische Vermittlung, wie auch immer. Wie erforscht man da ein kulturelles Gedächtnis? Wie kann man feststellen, was vor Hunderten von Jahren damit gemeint war? Egal, also ganz abstrakt. Die Frage noch nicht genau verstanden. Wo erforscht man? In der Oralität? Ja. Also wenn man keine schriftlichen Quellen hat, wie kann man dann Geschichte schreiben? Ja. Sozusagen? Ja, das war ja eigentlich das Vorverständnis der Europäer, dass dort, wo es keine schriftlichen Zeugnisse gibt, es auch keine Geschichte gibt. Das war wirklich, Hegel hat das genau so formuliert. Und erst wenn wir schriftliche Spuren haben, beginnt so etwas wie eine Zivilisationsgeschichte der Menschheit. Und wo wir die nicht fassen können, und das ist weitgehend in Afrika der Fall, da hat man eben im 19. Jahrhundert diese Kulturen unter dem Begriff der Wildheit oder des Primitiven zusammengefasst und hat sich da eine Evolutionsgeschichte der Menschheit zurecht gedacht, wo am Anfang die Wilden stehen, die über diese Schwelle nicht hinwegkommen, weil sie die Schrift nicht haben und damit haben sie den Geist auch nicht bekommen und dann können sie in diese Evolution nicht rein und schaffen es nicht, an diese Zivilisation anzuschließen. Und das ist ein ganz tiefes rassistisches Vorurteil, was in die ganze Forschungsgeschichte eingeschrieben ist, sehr tief eingeschrieben ist. Und ich habe ja erwähnt, 2003 Intangible Cultural Heritage, also das Hinwenden zu einer Kultur, die den Körper einsetzt, ja, nicht aus dem Körper heraus etwas schreibt auf ein Buch und damit aus dem Körper rausnimmt, sondern den Körper als Medium der Kommunikation versteht.
ein Zugang dazu, zu dieser Art von Kultur haben wir erst wirklich sehr, sehr spät gefunden. Und die Fragen allerdings des Alters dieser Kulturen, dieser indigenen Kulturen in Australien, sind das 65.000 Jahre, da gibt es durchaus auch Spuren der Geschichte. Also das sind Felszeichnungen und so weiter. Da muss man eine ganz andere Form von Wissenschaft anlegen, die wir inzwischen ja auch haben. Und auf alle Fälle muss man diesen evolutionären Blick erstmal entlernen, der mit diesem Hochmut Europas und der westlichen Welt verbunden ist, dass nur diejenigen eine Geschichte haben, die auch über diese Mittel der Schrift verfügen. Und tatsächlich wird damit die Geschichte jetzt wieder um und anders geschrieben. Und das ist eine Form auch der Dekolonialisierung unserer Form von Kulturgeschichte. Also es gibt einen interessanten Parallelfall, und das ist die Musik. Da erinnere ich mich, habe ich mal in Jerusalem ein Konzert von armenischer Musik erlebt. Und da wurde erst ein Lied gespielt, das nur mündlich überliefert war. Und dann wurde, und das traditionell aus dem Mittelalter stammt. Und dann wurde eine neue Komposition aufgeführt. Und das klang genauso. Es war gar kein Unterschied. Und da fiel mir ein, ja, so geht ja die Musikwissenschaft um, oder sagen wir die Praxis, mit mittelalterlicher Musik. Da hat man diese mittelalterlichen frühen Notationssysteme, die einem überhaupt keinen Aufschluss geben, wie das geklungen hat und wie das aufgeführt wurde. Da gibt es natürlich keinen Rhythmus, es gibt nur die Tonhöhen, aber auch nur angedeutet. Und da hat man im 19. Jahrhundert, hat man das einfach sich verständlich gemacht und in moderne Notenschrift übersetzt. Aber die Ensembles, die das heute aufführen, die orientieren sich an mündlichen Musiktraditionen. Also im Orient und in Irland. Da ist eine Art von musikalischer Folklore lebendig, von der man annimmt, dass die Jahrhunderte zurückgeht. Und an dieser Volksmusik orientieren sie sich und führen diese mittelalterlichen Handschriften so auf. Also da ist so ein bisschen was dran, dass man annimmt, wenn das nicht geschrieben wird, dann verändert sich es nicht. Und das ist ja auch, es ist ja auch eklatant, wie sich die Musik verändert hat in dem Moment, wo sie geschrieben wird, wo sie mehrstimmig geschrieben wird, was da 50 Jahre, 80 Jahre an Veränderung bewirken. Nicht? Also wie viele Jahre liegen zwischen Così fan tutte und der Walküre von Wagner? Ich glaube, das sind so gerade mal 60, 70 Jahre. Und also ja. Man kann es gar nicht wiedererkennen. Ein interessanter Aspekt. Mir ist aufgefallen, bei Ihnen trifft auf Sie beide zu, dass Sie aus Ihren Forschungen heraus oftmals auch sehr provokante Thesen erstellen. Und ich will mal so ein paar von diesen Thesen quasi abklappern. Die erste betrifft Sie, Herr Aßmann, und zwar, Sie haben mal geschrieben, monotheistische Religionen sind intrinsisch gewalttätig, also aus ihrem Wesen heraus. Polytheistische Religionen seien dagegen friedfertig. Worauf begründet sich denn diese These? Ja, jetzt will ich mal versuchen, keine Vorlesung zu halten. Also monotheistische Religionen sind intrinsisch intolerant. Das muss man einfach sagen. Sie haben eine klare Vorstellung von dem, was mit ihrer Wahrheit unvereinbar ist. Und sie haben auch eine neue, emphatische Konzeption von Wahrheit. Sprich Offenbarung, das ist ihnen offenbart worden und das ist inkompatibel mit dem, was sie an Religion so um sich herum vorfinden. Und aus dieser, sagen wir, aus dieser neuen
mit dieser neuen Religionsform, die auf dieser offenbarten Wahrheit basiert, entsteht als Gegenbild das Heidentum. Und vom Heidentum versucht man sich weitmöglichst abzusetzen. Und zwar mit allen Mitteln des Hasses, des Abscheus, der Ablehnung. Und das kann man jetzt unter dem Begriff Intoleranz zusammenfassen. Ja, und die sogenannten heidnischen Religionen, oder sagen wir die polytheistischen Religionen, die operieren so, dass sie ihre Götter in den Göttern der anderen wiedererkennen. Weil nämlich diese Götter der polytheistischen Religionen alle eine Referenz haben. Das sind Götter, Sonnengötter, Windgötter, Wettergötter oder es sind Götter der Schrift, der Mathematik und so weiter, also der Einbalsamierung, also Kulturgötter, aber auch ein Gott der Schrift der einen Religion lässt sich mit dem Gott der Schrift der anderen vergleichen. Also diese kosmische Referenz ist ganz evident und gibt es also im Grunde für alle Gottheiten gibt es Vergleichbarkeit. Und die große Leistung dieser polytheistischen Religionen ist die Artikulation der Welt in terms of Gottheiten. Ja? Also dass man die Mächte, denen man in der Welt begegnet, dass man die in Form von Gottheiten konzipiert, artikuliert und nach Name, Gestalt und Funktion, Rolle und so weiter ausbildet. Und so entstehen Vergleichbarkeiten. Also die Babylonier, die waren ja nun von Anfang an konfrontiert mit der sumerischen Tradition, eine ganz andere Sprache, und mussten Äquivalenzen herstellen und haben Listen geführt. Dreispaltige Listen, in der einen Spalte der sumerische Name, in der rechten Spalte der akkadische, also semitische Name und in der Mittelspalte das Tertium Comparationis. Und das war eine verbreitete Praxis und es gibt dann Listen mit 6 Spalten, mit 6 Panthea, wenn andere Religionen dazukamen. Das waren andere Kulturen, mit denen man in Verbindung treten wollte und mit denen man vor allen Dingen Verträge schließen wollte. Und die mussten ja beeidigt werden bei Göttern. Und die Schwurgötter der einen mussten irgendwie äquivalent sein denen der anderen. Und so brauchte man diese Listen schon sozusagen für das damalige Völkerrecht. Basiert doch auf einer Vorstellung, die andere Religion eher als eine Form wahrzunehmen, durch die man mit den anderen kommunizieren kann, die einem die anderen näher bringt. Ah, ihr habt auch eine Religion, ah, ihr habt auch einen Sonnengott und so weiter. Ihr habt auch einen Gott, der für die Eide zuständig ist. Nicht? Also, ja, das klingt ja sehr pragmatisch und jetzt quasi, wenn ich mal so frei interpretieren darf, dann wenn Sie sagen, ja, das ist vielleicht eher friedbringender, aber ist das wirklich so? Weil die Völker ohne Monotheismus hatten doch auch Kriege. Ist doch nicht, dass das Zusammenleben friedlicher gewesen wäre. Ja, nein, ich habe also auch in keiner Weise an Kriege gedacht. Ja, allenfalls an Religionskriege. Nicht? Also diese Vorstellung, dass man Menschen verfolgt im Namen Gottes. Ja? Im Namen des Gesetzes bringen wir euch um. Das hängt zusammen mit Orthodoxie. Und Orthodoxie hängt zusammen mit Offenbarung, mit Wahrheit. Nicht? Dass man diese offenbarte Wahrheit, die einem ja ein für alle Mal gegeben ist, die muss man natürlich festhalten. Und so entsteht Schrift.
Also Gott sagt ja auch zu Moses immer, schreib's auf, schreib's dein Buch. Und dann wird das erstmal, werden die 10 Gebote auf Tafel geschrieben. Also man vertraut nicht der mündlichen Überlieferung, es wird geschrieben. Und es wird dann dem Volk vorgelesen und das Volk stimmt zu, jawohl, das machen wir, das halten wir. Und diese Schriften werden natürlich dann geheiligt, tradiert und werden zum Maßstab des Verhaltens und eben auch des rechten Glaubens. Und wo es zu einer solchen Orthodoxie kommt, kommt es natürlich unweigerlich zur Ausgrenzung von Abweichlern. Und die müssen nur nicht gleich wie im Christentum dann verbrannt werden. Das Christentum ist mit seinen Ketzern ganz besonders brutal umgegangen. Aber sowas wäre in einer polytheistischen Religion völlig undenkbar, weil es keine Orthodoxie gibt. Nicht? Da gibt es Mythologie. Also man stellt sich vor, dass der Sonnengott etwa in einer Barke über den Himmel fährt. Der Himmel ist eine große Wasserfläche und in dieser Barke sind auch die anderen Götter dabei. Und dann kann man sich aber auch vorstellen, dass die Sonne Flügel hat und über den Himmel fliegt. Das alles lebt, ist in Ägypten widerspruchslos nebeneinander lebendig. Ne? Und da gibt es keine priesterliche Inquisition, die darauf achtet, dass die Sonnenfahrt überall genau richtig mit so und so viel Gottheiten in diesem Schiff dargestellt wird. Das ist eine Fülle von Bildern, die alle dasselbe ausdrücken wollen, dass es da eine Bewegung über den Himmel gibt, die Welt in Gang hält, nicht, von der wir abhängig sind und die uns gilt, weil sie uns belebt. Und es ist völlig egal jetzt, wie im Einzelnen das ausgestaltet wird. Und hatten Sie aufgrund dieser These dann Reaktionen von den Kirchen gehabt? Ja, das kann man wohl sagen, ja. Welche denn? Ja, das, also dieser Aßmann, der kritisiert den Monotheismus. Also es wurde als eine Attacke, als Religionskritik wahrgenommen. Und und natürlich diese Idee von der intrinsischen Gewalttätigkeit, die wurde ganz besonders. Da hat selbst der damalige Papst Benedikt in einem Buch, hat sich da ausführlich damit auseinandergesetzt. Übrigens sehr fair, muss ich sagen. Sehr fair. Man freut sich auch, dass man so ernst genommen wird. Das setze ich natürlich voraus an der Stelle. Sind wir eigentlich durch und durch heute monotheistisch geprägt? Sie haben es gerade so schön geschildert. Oder es gibt ja eigentlich auch gesellschaftlich so ein Zurück zur Natur, teilweise auch eine gewisse Empfänglichkeit für andere Religionen oder für Esoterik. Jetzt fragen Sie meinen persönlichen Glauben. Ja, das ist eine Frage, eine Auskunft, die ich gerne verweigern würde, aber ich versuche es mal. Also ein Polytheist bin ich auf keinen Fall. Das haben wir verlernt, das können wir nicht mehr. Das ist verschwunden. Also es setzt eine Sensibilität voraus, die wir nicht mehr haben. Und nun gibt es ja nicht nur diese offizielle Religion, die sich um die Theologie, um die Gestalt, das Wesen Gottes bemüht, sondern es gibt auch so etwas wie eine, also wir Ägyptologen nennen das mit Bezug auf die ägyptischen Texte, persönliche Frömmigkeit. Das gibt es, glaube ich, in allen Religionen. Das ist die offizielle, theologisch kanonisierte Religion gibt und das ist persönliche Frömmigkeit. Also im Christentum
ist das mit der Pietät verbunden, also im 18. Jahrhundert. Und da würde ich sagen, mit der persönlichen Frömmigkeit kann ich sehr viel anfangen, das empfinde ich auch selbst. Also das ist aber etwas anderes als so ernsthafte kirchliche Bindung, nicht? Weil leider ist es anders, sie kommt ja aus einem Theologenhaus. Ja, aber ich würde jetzt trotzdem mal zurückfragen, Polytheismus geht nicht mehr, das haben wir verlernt. Das ist schon mal vorbei, das ist eine frühere Schicht unserer Geschichte. Die Frage ist, ob man nicht doch einiges davon wieder erlernt. Also was wir im Moment erleben, ist ja ein riesiger Vorsprung, den indigene Kulturen haben, in der Art und Weise, wie sie mit ihrer Umwelt umgehen oder wie sie die Welt, in der sie leben, völlig anders verstehen. Welche Mythen und Geschichten sie haben, um zu erklären, was um sie herum passiert, ähnlich wie die Ägypter mit der Sonne oder so. Und ob da nicht doch ein menschheitliches Wissen drin enthalten ist, das uns abhanden gekommen ist, schmerzlich abhanden gekommen ist, in einer Form von Religion, die die Schöpfung eher als eine Art Machwerk und etwas, was man völlig beherrscht und was einem überlassen ist, zur Verfügung und so weiter, versteht und nicht etwas, was aus sich heraus irgendwie göttlich ist und deswegen auch verehrungswürdig und Respekt erfordert. Und ich glaube, diese Grundhaltung, da sind wir gerade dabei, da wieder umzulernen. Und die Frage ist natürlich immer, welche Begriffe man dafür wählt. Polytheismus, Monotheismus, das sind so Keulen. Aber wenn wir über die Sensibilität sprechen, die dahinter steckt, da glaube ich, ist etwas drin, was wir im Moment auch wieder ganz neu anerkennen und erstmal empfinden, dass es uns abhanden gekommen ist und dass wir es auch aktiv wieder lernen müssen. Diese Aufmerksamkeit, das Wissen, die Form des Mit dieser Naturlebens. Also das sind doch alles Dinge, an denen wir als Kollektiv im Moment enorm engagiert arbeiten, um da weiterzukommen oder wieder in diese Richtung zu kommen und davon etwas wieder einzuholen, was wir, wie gesagt, verloren haben. Aber dann wäre ja quasi das Dogma, macht dir die Erde untertan, wäre ja dann der Kern des Übels, wenn man es ein bisschen verkürzt. Ja, wenn man es so versteht. Also man kann es natürlich auch anders verstehen. Als eine Form der Verantwortung. Also das ist euch, als eure Lebenssphäre überlassen. Und ihr seid dafür verantwortlich. Also dieses Untertan ist, weiß ich nicht, welches. Ich würde jetzt gucken, was für ein hebräisches Wort steht eigentlich. Also, ob das wirklich eine Ausbeutung impliziert, eine Herrschaft im Sinne der Ausbeutung. Also ich habe es eigentlich immer so verstanden, dass der Mensch eingesetzt wird, sozusagen treuhänderisch, nicht, für diese Lebenssphäre, in der er nun... da gibt es auch wunderschöne ägyptische Texte. Also die Ägypter gehen ja davon aus, nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat, sondern dass die Welt aus Gott entstanden ist. Und dadurch natürlich mit dem Göttlichen in einer ganz anderen Wesensbeziehung steht. Und trotzdem ist aber auch in Ägypten, weil eben diese Sonne eine so eindrückliche, schöpferische Phänomen ist, die Vorstellung, dass also die Welt nicht nur aus der Sonne entstanden, sondern auch sehr stark von der Sonne geschaffen und erhalten wird. Und da kommt immer die Formel um ihretwillen vor, also um der Menschen willen schafft er Himmel und Erde und geht am Himmel auf und bewegt sich durch Himmel und Unterwelt, um sie zu erhalten, um der Menschen willen.
diese anthropozentrische Sicht der Schöpfung, die ist natürlich in dem uns vertrauten Monotheismus auch lebendig. Aber Gott steckt eben nicht mehr in dem Sinne in der Welt und er fährt nicht über den Himmel, sondern er hat die Sonne als Lampe an den Himmel gehängt und den Mond, damit sie bei Tage leuchtet und damit man die Zeit erkennt. Und da ist also in dieser Beziehung von Schöpfer und Geschöpf nicht das Geringste an Göttlichkeit in dem Geschöpf übrig geblieben. Und das ist halt der große Unterschied zu dem, zum Heidentum. Da ist die Welt so göttlich beseelt. Aber dieses Heidentum ist ja auch in der europäischen Tradition immer wieder aufgeflammt. Es gab ja immer wieder Formen der Verehrung der Natur, zurück zu dieser Natur und auch diese ganze Idee der Verfügbarkeit wurde ja immer in Frage gestellt. Also die immanente Göttlichkeit der Umwelt ist nicht nur in Ägypten und Polytheismen, sondern eigentlich auch in unserer Tradition durchaus heimisch. Und ich glaube, dass Teile davon auch wieder jetzt wieder stärker aktiviert werden müssen, wenn wir denn so etwas wie eine Verantwortung für diesen Planeten übernehmen wollen als Menschheit über die verschiedenen Religionen hinweg und uns da auch gegenseitig sozusagen belehren können und auch Vorbilder sein können. Ja, also Religion ist ein wichtiges Thema für Ihre Forschungsarbeit und Religion ist auch so oft so politisch und da kommen wir jetzt gerade auch dazu, Frau Aßmann. Sie waren ja Mitverfasserin 2021 von der Jerusalemer Erklärung, die eine Unterscheidung zwischen blankem Antisemitismus und Kritik an der Politik Israels fordert. Das kam in die Welt, es gab eine große Debatte. Meine Frage an Sie, wie wehrt man sich in diesem Kontext gerade als Autorin einer solchen Erklärung gegen die Unterstützung von der falschen Seite, die man eigentlich gar nicht meinte? Unterstützung von der falschen Seite? Wer hat diese Jerusalemer Deklaration unterstützt? Nein, ich sage nicht, dass es so war, aber ja, kam es nicht so? Nein, ja. Also diese Jerusalemer JDA ist ja sofort, wie sie angeboten wurde, als ein zusätzliches Hilfsinstrument im Modus der Unterscheidung bei Kontroversen sofort in dem Moment, wo sie vorgestellt wurde, auch schon wieder abserviert worden. Wurde ja gar nicht ernst genommen. Also die ist untergegangen und es ist sehr schade. Ich habe da über ein Jahr intensiv mitgearbeitet. Es war sozusagen mein Corona-Highlight, denn ich bin am Anfang der Corona-Zeit, Anfang 2020 da kooptiert worden. Eine ganz große Ehre. Ich war die einzige Nicht-Jüdin in dieser großen Gruppe von fantastischen Gelehrten über die Welt verstreut. Und wir haben uns da 2 bis 3 Mal im Monat, manchmal auch 2 bis 3 Mal in der Woche verabredet. Ich habe da eine ganz großartige Kollegenschaft kennengelernt und vor allem habe ich einen Ernst kennengelernt, wie ich ihn an keiner Universität kenne, dass man über Dinge so lange reden kann und sich so genau aufeinander hörend auf ein Problem gemeinsam konzentrieren kann. Also am Schluss sind das 2 Seiten geworden, über die wir gesprochen haben und ich wünsche mir, dass Sie das alles mal anschauen. Das ist wirklich ein großartiges Werk. Und die Bedeutung dieses Werkes liegt darin, dass sie ein alternatives Hilfsmittel ist, ein Instrument zu einer anderen Antisemitismus-Erklärung. Und die wurde von der sogenannten IRA entwickelt. Die IRA ist eine Vereinigung, die mir, in Deutschland ist es ziemlich unbekannt, aber als Gedächtnisforscherin habe ich die Anfänge dieser IRA, bevor sie überhaupt entstand, mit großer Spannung, Interesse und auch Unterstützung verfolgt. Die ist in Erscheinung getreten am 27. Januar in Stockholm im Jahre 2000. Millenniumsschwelle, da haben sich viele Nationen in Stockholm getroffen, um diese Erklärung abzugeben, um sicherzustellen, dass die Erinnerung an den Holocaust, an dem ja die überlebenden Zeitzeugen nach und nach nicht mehr unter uns sind,
um diese Erinnerung über das, die Millenniumsschwelle zu tragen und in eine Zukunft zu bringen. Und da haben sich nun viele Staaten zusammengetan, alle EU-Staaten sind dabei, die sich einmal im Monat im Jahr treffen, immer an einem anderen Ort und darüber sprechen, wie es um diese Holocaust-Erinnerung bestellt ist. 2016 hat sich das Programm etwas geändert. Dann war bei dieser IRA nicht mehr die Holocaust-Erinnerung das Thema, sondern nur noch eine Frage der Antisemitismus-Definition. Die haben dieses Thema neu lanciert und haben eine Definition herausgebracht. Und diese Definition hat Probleme geschaffen. Und welche Probleme waren das? Es waren Probleme, die einen neuen Typ von Antisemitismus hinzugefügt hat, nämlich den sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Und nun gibt es niemand, der leugnet, dass es einen israelbezogenen Antisemitismus gibt, zusätzlich zu dem uralten Antisemitismus, der Prägung etwa des deutschen Nationalsozialismus, also Judenhass, auch gibt. Es gibt auch einen Israelhass. Aber die Idee war, und das kam eben in dieser Definition überhaupt nicht heraus, dass es nicht jede Form von Israel-Kritik gleichzeitig eine Infragestellung des Existenzrechts Israels sein muss. Und dafür sind nun diese Kollegen da angetreten von der JDA und die haben eine ganz klare Dreigliederung. Erstens, was ist der universal allgemeine und traditionelle Antisemitismus, der von rechts, den wir immer noch leider bekämpfen müssen und durch diese neue Antisemitismus-Definition überhaupt nicht in den Griff bekommen, sondern eher übersehen. Zweitens, was ist eine grundständige israelbezogene Antisemitismus, der das Existenzrecht Israels leugnet? Und drittens, was ist davon abgesehen wiederum eine regierungsbezogene Israelkritik, die sich ja nur auf die Regierung, die aktuelle Regierung bezieht? Und wir sind, glaube ich, im Moment an einem Punkt in der aktuellen Politik angelangt, wo offensichtlich geworden ist, dass eine Kritik an dieser Regierung, weil dieser in ihrem eigenen Land im Moment so vehement, gerade bis an die Schwelle eines Bürgerkriegs gehend, artikuliert wird, dass das kein Antisemitismus sein muss. Sonst müssten wir ja die Hälfte dieser Bevölkerung inzwischen auch Antisemiten. Also da muss es einen Freiraum geben, auch darüber sprechen zu dürfen. Und das hat genau diese JDA ermöglicht. Einfach nur ein Angebot der Unterscheidung. Dass dieses Angebot nicht angenommen wurde, hängt mit politischen Zwängen zusammen und Verengungen und dem Bedarf an Schwarz-Weiß-Polarisierung. Also man wollte einfach keine Differenzierung. Das würde ich sagen, war der Effekt. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Evidenz, dass wir nicht ich bringe es mal auf die Formel. Ich habe gerade einen Aufsatz geschrieben, der hat die Überschrift Loyalität für Israel und Solidarität mit den Palästinensern, geht das zusammen? Fragezeichen. Und in diesem Aufsatz versuche ich zu zeigen, dass das zusammengeht. Aber insofern kam eigentlich Ihre Jerusalemer Erklärung zwei Jahre zu früh, weil Sie ja auch gerade sagen, die Debatte hat sich einfach massiv verändert. Ich weiß nicht, ob sie zu früh kam. Die Debatte hätte gar nicht sein müssen. Die Debatte war eine politisch instrumentalisiert verschärfte Debatte. Und sie hat Menschen getroffen, die in keiner Weise dem Staat Israel gefährlich hätte sein können. Also es gibt für mich jetzt keinen deutlichen Beweis. Das war ein Missverständnis. Ja. Die Debatte heute hat sich verändert. Die Debatte über die israelische Regierungspolitik, die hat sich verändert. Ja, aber man hat ja die Vorzeichen gesehen. Es gab Leute, die schon das kommen sahen, was jetzt passiert. Und es hat sich jetzt nur gezeigt, dass wir eine solche Debatte auch brauchen. Und inzwischen ist das spruchreif geworden und ist jedenfalls nicht überflüssig, dass es die JDA-Aktivität gab, denn auf die kann man jetzt zeigen und die kann man jetzt auch gebrauchen. Also ich hoffe, dass sie ihre wirklich hilfreiche, konstruktive Arbeit noch leisten kann, dass sie eingesetzt wird. Eine meiner Töchter hat auch das Layout gemacht. Also auch hier in diesem Fall ist wieder die Familie mit einbezogen.
Ich vermute mal, Sie reden ja auch über Ihre Veröffentlichung, bevor Sie veröffentlichen, über diesen Fall ganz bestimmt. Haben Sie, Herr Astmann, dann gesagt, pass mal auf, das könnte sehr riskant werden? Ja, wir haben doch ständig drüber geredet. Ja, gerade. Ja, mit Mikro. Ja, 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 also ich habe das natürlich, allein das Engagement für die JDA auch mit einer gewissen Sorge verfolgt. Ja, die Sorge, dass du da in so Fronten gerätst, nicht? Und das ist ja auch eingetroffen. Also aber nun haben wir ja viele Freunde, seitdem wir da waren, vor 30 Jahren, oder wie lange ist das her? Ja, mehr, 1990, haben wir viele Freunde dort. Die sind alle, was man in Israel links nennt. Nicht? Links heißt also liberal, was die Palästinenser angeht und für ein für eine Verständigung mit Palästina, ein friedliches Zusammenleben. Also, und die sich auch sehr engagieren für die Palästinenser. Und insofern durch diese Freundschaften und nicht etwa durch unseren Antisemitismus, durch die Freundschaft mit Israel, haben wir schon seit 20 Jahren mit Sorge beobachtet, ach, es geht weiter zurück. Diese schleichende Annexion, ja, des besetzten Landes, überhaupt wie sich Israel, die ganze Atmosphäre dort durch die Besatzung verändert hat. Und wie sehr sich diese Besatzung in Maßnahmen verschärft hat, die eine Zwei-Staaten-Lösung immer unmöglicher machen. Das geht schon lange zurück. Und uns war immer klar, dass die Zurückweisung von Kritik an der Politik Israels als antisemitisch, ja, dass die strategisch war, jedes Land und ganz besonders Israel ist natürlich auf einen internationalen Konsens angewiesen, dass man das mitträgt, die Politik. Und deswegen hat sich die Likud-Partei auch gescheut, offen von Annexion zu sprechen. Aber sie haben es schleichend betrieben. Und das hat uns eben schon lange, lange mit Sorge erfüllt. Und wie viel Strategie da drin steckt, nicht, in dieser Antisemitismus-Konstruktion. Ja, ich glaube, inzwischen ist es deutlich geworden, dass es hier eigentlich um das Gegenteil geht. Es geht um Menschenrechte und damit eigentlich eher um eine Sorge und Mitverantwortungsgefühle für ein Land, in das wir ja sehr, sehr viele Investitionen haben, weil wir dort waren, sehr viele Freunde da haben und einfach uns da auch mit zu Hause fühlen. Und vor diesem Hintergrund ist das eigentlich ein Einsatz, dass man eher als ein Engagement für das Land und seine Demokratie verstehen sollte. Und eben ganz und gar nicht gegen dieses Land, sondern eigentlich im Sinne einer Stärkung der bestehenden Demokratie, von der wir sehr hoffen, dass sie es jetzt schafft über die Runden, die ihr noch bevorstehen. Also der zivile Protest, der sich jetzt gerade formiert und wirklich auch sehr eindrucksvoll, richtet sich aber im Grunde ja eher gegen die innerste israelische Innenpolitik, also gegen auch die Aushebelung der Verfassung, Beschneidung der Judikative und so weiter. Es hat ja in erster Linie nicht sehr viel damit zu tun, wie mit Palästinensern umgegangen wird. Und das Thema Zwei-Staaten-Lösung läuft im Grunde in einer völlig
anderen Debatte. Sehen Sie das durch Ihre Freunde auch so? Ist die Motivation wirklich so, dass der Schrecken so groß ist über diese Justizreform, was alles daran hängt, jetzt noch die neue Privatarmee, dass das reicht? Also es gibt immer schon diese Gruppen, die sich da engagieren und mit denen bin ich in enger Verbindung. Es sind zwei Gruppen. Eine heißt Sochot, das ist ein hebräisches Wort für erinnern, aber heißt nicht Sachor, sondern Sochot. Es ist eine andere grammatikalische Form des Wortes erinnert. Und es geht darum, dass man sich an die Geschichte des Landes erinnert, seit der Gründung, seit dem Unabhängigkeitskrieg, und dass man es schafft, als Israeli diese Geschichte auch mit den Augen der Palästinenser zu sehen, die eine andere Erinnerung an diesen Krieg haben. Das Wort dafür heißt Nakba. Und die Idee von Sochot ist, die israelische Gesellschaft mit dieser Erfahrung ihrer Mitmenschen vertraut zu machen, um dadurch so etwas wie eine Befriedung und auch eine Gleichstellung im Land zu erreichen. Also Anerkennung der palästinensischen Mitbürger, die man dadurch überhaupt erst in eine Form der Gleichberechtigung einbringt. Und das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sind Leute, Kollegen von uns, die gehen immerzu an die Westbank, um dort gegen den Palästinensern gegenüber zu signalisieren, dass es auch andere Israelis gibt, als die, mit denen sie da als Besatzung zu tun haben. Und das ist eine unglaublich aufwendige Arbeit. Unser Freund, der Indologe David Schulmann, der hat den Israel-Preis bekommen. Das ist der höchste Preis des Landes, weil er ein großartiger Wissenschaftler und Indologe ist. Und der eben mit einer Gruppe von Freunden geht da jedes Wochenende hin und schickt seine Berichte um. Also es ist so eine kleine Mini-Gruppe, die natürlich sehr wenig ausrichten kann. Aber ich glaube, dass diese Gruppen, die es ja auch dort gibt, jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Rückhalt bekommen und dass auf keinen Fall dieses Thema ausgeschlossen bleiben wird. Ich wollte noch ein bisschen darauf eingehen, wie Sie eigentlich arbeiten. Sie haben ja mehrere gemeinsame Themen und da nochmal nachgehakt. Besprechen Sie auch kleine Schritte? Schreiben Sie zusammen? Besprechen Sie Aufsätze, die Sie schreiben, wie Sie eben gerade angekündigt haben? Wie ist es bei Ihnen? Wie findet da ein Austausch statt? Ja, wie findet der Austausch statt? Sie müssten gerade ins Mikro sprechen. Ja, gute Frage. Also es ist so, dass wir uns natürlich sehr viel unterhalten über das Thema, an dem wir arbeiten. Das ist im Augenblick ist es das Thema Gemeinsinn, weil wir den Eindruck haben, dass der Staat doch mehr Moral braucht als so im Gespräch es zugestanden wird. Der Begriff der Moral ist ja seit Nietzsche in einen völligen Misskredit geraten. Und da sind also verschiedene Kinder mit dem Bade ausgeschüttet worden, haben wir so den Eindruck. Also da muss ein Grundbestand an politischer Moral zurückgewonnen werden, wenn Demokratie funktionieren soll bei uns. Also das ist ein Thema, was uns sehr beschäftigt und da reden wir beim Frühstück drüber und bei jeder anderen Gelegenheit. Und schreiben auch drüber, jeder für sich erstmal. Und ich habe so die Angewohnheit, dass ich sehr früh schon im Prozess dieses Schreibens eine Vorstellung von dem Buch brauche, das daraus werden soll. Das heißt, ich füge die einzelnen Stücke, die da zustande kommen, schon mal in eine Großdatei, ja, und während er leider lieber in kleineren Einheiten denkt so ist es so, dass ich da also lange Strecken entwerfe, die er leider dann wieder so ein bisschen dekonstruiert und
Vielleicht nehme ich mal das Wort dekonstruiert auf und drehe es um und sage, das ist schon unglaublich konstruktiv, was da glücklicherweise zwischen uns passiert. Und zwar auf der einen Seite durch so eine Art Dauergespräch, dass man immer etwas, was man gelesen hat, gehört hat oder was einem einfällt, sofort mit dem anderen besprechen kann und dann kommt da etwas zurück. Also ich glaube, Hartmut Rosa hat ja den Begriff der Resonanz so stark gemacht. Resonanz ist, glaube ich, das Beste, was man einem da passieren kann, dass da etwas zurückkommt, wenn man irgendwas in den Raum setzt. Und dann möglichst auch noch mit einem gewissen Dreh oder einer anderen Wendung und mit Dingen, an die man nicht gedacht hat oder einer Formulierung, die einem jetzt nicht zugefallen wäre. Also das ist so das, was im alltäglichen Gespräch so dynamisch sich eignet. Aber dann gibt es noch einen zweiten Punkt, wo diese Zusammenarbeit für mich glückhaft wird. Und das ist, wenn ich was geschrieben habe, dann gibt es eine Kontrollstation, an die ich das schicken kann. Ja. Die Datei, und die kommen dann zurück mit so ein paar roten Einsprengseln. Und das ist dann immer eine unglaubliche Rückversicherung. Zunächst mal, dass man nicht völlig auf dem Holzweg war, was man übersehen hat, was man vielleicht auch anders formulieren soll. Also man braucht diese Art von Rückversicherung. Also das ist ganz, ganz entscheidend im Prozess, um die Lust nicht zu verlieren und auch immer zu wissen, es geht weiter. Und ob es dann am Schluss diese oder jene Form hat, ist fast egal. Aber tatsächlich, wenn man was gemeinsam schreibt, dann wird man diesen Teig auch noch ein bisschen kneten, bis er am Schluss die richtige Form hat. Und schickt ihn nicht zu schnell ab. Also das klar, ist wichtig. Aber dass daraus so ein gemeinsames Projekt wird, egal ob es der eigene oder der andere Text ist, aber dass wir jetzt mal auch an so einem gemeinsamen Projekt arbeiten, das ist nochmal eine Verstärkung eigentlich unserer üblichen Form von Zusammenarbeit, indem es eben auch wirklich in ein gemeinsames Produkt mündet. Das klingt jetzt sehr konstruktiv. Sie veröffentlichen ja, wie gesagt, ja auch getrennt. Gibt es da den inneren Impuls manchmal, dass man sich freut, selbst vielleicht einen Gedanken zuerst gefunden zu haben oder einen anderen Gedanken, auf den der andere nicht gekommen wäre? Es gibt ja auch eine gewisse Konkurrenz, also auch in einer Beziehung. Ja, also womöglich. Wir sind in diesen 55 Jahren des Zusammenlebens einander schon so ähnlich geworden, dass wir das nicht mehr auseinanderhalten können, was wem eingefallen ist oder mit Mühe. Aber Sie sprechen da was sehr Wichtiges an, was eigentlich das Hauptproblem in so einer Partnerschaft sein kann, wenn man sich geistig versucht, gemeinsam zu bewegen. Und ich habe viele, viele Beispiele vor Augen, wo eben Ehepaare dasselbe Fach studiert haben, auf demselben Karriereweg sind und dann auch noch sehr, sehr ähnliche Forschungsthemen bearbeiten. Und das ist immer ziemlich schief gegangen, weil der Druck einfach zu groß wurde. Da haben wir ein paar Vorteile. Also erstens haben wir schon mal von Grund auf unterschiedliche Fachgebiete uns gewählt. Ich habe ja die Ägyptologie aus Solidarität auch studiert, aber mein Engagement liegt ausgesprochen nicht im alten Ägypten. Ich fahre ihm da nicht in die Parade. Und das im Gegenteil, der Vorteil ist, dass sie so weit auseinander sind, dass man immer aus einer völlig anderen Perspektive den Blick dann darauf richten kann und damit auch die Verfremdung und auch die Ergänzung gleichzeitig hat. Und dann dieser Karrieredruck ist uns auch erspart geblieben, denn immer wenn ich irgendwas angefangen hatte, war Jan damit gerade fertig. Also ich weiß nicht, ob Abitur habe ich gerade angefangen, Studium habe ich gerade angefangen, war er promoviert und dann hatte er schon Lehrstuhl und so weiter. Also da gab es überhaupt keinen sagen Gerangel darum und auch das hat sich bei uns als extrem entlastend ausgewirkt und deswegen konnte man sich wirklich auf diese Fragen viel unvoreingenommen einstellen. Und können Sie beide auch gleich gut mit Kritik umgehen?
Also ich muss erst mal sagen, Kritik ist das Gold. Der Kritik ist das, das meinte ich mit Resonanz, wollte ich nicht sagen, ich brauche jemanden, einen Verschallverstärker, der das auch toll findet. Man muss schon hören, dass irgendwie zufrieden ist. Aber wenn da nur Sätze sind, okay, dann weiß ich, da fehlt noch was. Also man ist ja auch glücklich, wenn man den Punkt benennen kann, an dem man weiterkommen kann. Und das ist nur über Kritik möglich. Ja, also ich bin ein bisschen behindert durch meine Bewunderung für das, was er leider schreibt. Deswegen geht es bei mir immer in der Richtung toll und nicht so sehr in der Richtung, aber da fehlt noch was. Also. Und, aber gelegentlich kommt ja eine rot markierte Datei zurück, ja, hat Ihre Frau vorhin gesagt. Ja, also das betrifft vor allen Dingen die Orthographie. Sie wurden mehrfach zusammen ausgezeichnet, nicht erst mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, das war aber dann sozusagen die höchste Auszeichnung, zumindest die prominenteste Auszeichnung. Und da würde mich interessieren, hat das nochmal Ihre Zusammenarbeit verändert, diese Auszeichnung? Ja, ich meine, das hat uns als Firma anerkannt, das war natürlich großartig. Ich habe das schon als als neuen Wind in unseren Segeln empfunden. Wir sind natürlich noch nie vorher, so wie wir das heute Abend hier dürfen, und wir bedanken uns bei Ihnen herzlich, dass Sie das so organisiert haben und bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Das haben wir so noch nie erlebt vorher und das haben wir auch nicht vermisst. Das ist ja irgendwie nicht, gehört ja normalerweise nicht dazu. Strebt man nicht aber an, dass man plötzlich gefragt wird nach Dingen, über die man dann auch anfängt, selber nachzudenken und dass man das selbst mal würdigt, was einem da geschenkt wurde, dass man das anders verarbeitet und mitnimmt in die eigene Arbeit, das ist eigentlich erst dadurch gekommen. Das ist schön. Sie wollten gerade klatschen. Ich habe jetzt ein klitzekleines Problem, nämlich, dass ich noch nicht mal die Hälfte der Fragen habe, wir aber zeitmäßig eigentlich ziemlich durch sind. Aber eine Sache, die war mir noch besonders wichtig, und zwar bezog sich auch auf die Dankesrede zum Friedenspreis. Da sagen Sie, dass Kultur, also betonen Sie besonders den friedensstiftenden Wert von Kultur. Da würde mich jetzt interessieren, wie bewerten Sie die Debatte darüber, wenn heute Putin-unkritische Künstler weiterhin auf deutschen Bühnen auftreten dürfen oder auch nicht? Ein bisschen hinterlistige Frage, aber ich fand sie so interessant. Ja, also... Also ich... finde es nicht richtig, dass die nur allzu berechtigte Ablehnung von Putin und seiner Politik nun auf die russische Kultur ausgedehnt wird. Und wir jetzt also und wir jetzt also nicht mehr Puschkin lesen dürfen und Rachmaninow, der jetzt so ein Jubiläum hat und natürlich ständig aufgeführt wird. Also insofern finde ich es großartig, dass Kultur doch etwas ist, was diese Konflikte irgendwie überspannt. Also ich denke da an Romain Rolland, der im Ersten Weltkrieg diesen Essay schrieb, Au-dessus de la mêlée, also über dem Handgemenge, ja. Ein Aufruf damit verband an europäische Geistesschaffende, doch ihren Zusammenhang, ihre Solidarität, ihre Freundschaft nicht aufzugeben, sondern über dem Handgemenge zu bleiben. Und Stefan Zweig war in der Hinsicht sein großer Verbündeter.
Also die geistige Gemeinschaft, ja, der Respublica Literaria, nicht durch diesen Krieg jetzt mit zu zerstören. In der Hinsicht ist Romain Rolland also einer meiner Hausgötter, ja, und Stefan Zweig. Während ja Thomas Mann nun in dieser Situation sich zu seinen Betrachtungen eines Unpolitischen hinreißen ließ und Salz in diese Wunden streute und den Konflikt zwischen Ost und West noch verschärfte, hat er alles zurückgenommen hinterher und ist dann keiner Weise, also der politische Thomas Mann, also dazu muss man Borchmeyers neues Buch lesen, nicht? Ja, also ich finde auch, dass man Kultur und Politik auf keinen Fall jetzt vermischen darf. Und was die Künstler anbelangt und ihr politisches Selbstverständnis, dass man da auch nicht zu tief schürfen sollte, sondern die Kunst in den Mittelpunkt stellen sollte. Natürlich, wenn die Künstler die Kunst instrumentalisieren als eine politische Aussage, ist das natürlich auch wieder was anderes. Aber mir geht im Kopf rum eine Rede, die Lev Kopelev in der Reihe der Friedenspreisreden im Jahre 1981 gehalten hat. Ich habe sie zufällig auf der Reise hierher nach Heidelberg gelesen und ich war total beeindruckt. Das war ein russischer Künstler, übrigens nicht russisch, sondern ukrainisch-russisch-jüdischer Künstler, der exiliert war aus Moskau, in Deutschland lebte, ein großer Germanist war, über die Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Russland schrieb. Und in seiner Friedensrede schreibt er, dass macht einen großen Unterschied zwischen der Staatsmacht auf der einen Seite und der Nation, wie er es nennt, wir können aber auch eher sagen die Gesellschaft, auf der anderen Seite. Und er sieht einen totalen Unterschied zwischen der Staatsmacht, die in seiner Zeit und jetzt auch genauso wieder in Russland totalitär, despotisch auftritt und auch imperial, und auf der anderen Seite der Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist der Ort, aus dem die Kunst geschaffen werden kann. Und er sagt, die Staatsmacht kann alles machen mit diesen Künstlern. Die können auch, ob sie Kunst sammeln oder ob sie Kunst zerstören. Eines kann eine Staatsmacht nicht, Kunst schaffen. Das ist etwas, das nur die Gesellschaft kann, also aus der Gesellschaft herauskommen kann. Und dieses ist ein unglaublich hoher Wert und deswegen darf man sie auch nicht als russisch von vornherein diffamieren, und sondern muss zu dieser Position zurückfinden, die auch der Serhii Zadan bei seiner letzten Friedenspreisrede vorgetragen hat, dass es die Kunst ist wirklich das andere des Krieges und die Kunst muss gepflegt werden und gerettet werden, um uns daran zu erinnern, dass es etwas anderes gibt als diesen Krieg und dass wir auf das wieder zurückkommen wollen. Mit diesem sehr schönen Schlusswort bleibt mir Danke zu sagen, dass Sie hier waren. Es hat mich sehr gefreut, ein sehr anregender, inspirierender, informativer Abend. Mein Dank gilt auch dem Theater der Stadt Heidelberg, dem Team um Angelika Holtschuh, die Technik, das Einlassteam von Herrn Schwager, Ernst Zeitz, Frank Büchmann. Und ein Dank an Sie, das Publikum. Schön, dass Sie da waren. Bitte nehmen Sie noch an unserer Umfrage teil, die wir gleich im Foyer durchführen. Wir möchten von Ihnen wissen, was Sie aus dem heutigen Abend mitgenommen haben. Das nächste RNZ-Forum findet am 5. Juni statt. Motto: Music was my first love. Es erfolgt eine Live-Musikbegleitung, aber es geht eigentlich um das Wirken von Rainer Kern, dem Intendanten von Intro Jazz Festival. Es würde mich freuen, Sie da wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute.